Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Ja, hallöchen und herzlich willkommen zum neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Wir spielen Kingdom Come Deliverance aus dem Hause Warhorse Studios. Ja, ich weiß gar nicht, so sehr viel brauche ich ja gar nicht eigentlich zu sagen. Das Spiel ist ja schon jetzt etwas draußen, viele von euch werden es schon kennen. Und ich habe... Jetzt bin ich davon abgekommen, was ich sagen wollte. Egal, ich habe vor, mit euch ein sehr intensives Let's Play mit euch durchzuführen, aber nicht so eins im klassischen Sinne. Aber darauf werde ich jetzt in dieser ersten Folge darauf eingehen. Ihr wundert euch vielleicht, warum ihr keine Musik hört. Das hat einen Grund. Es liegt nicht daran, dass ich den Gaming-Soundtrack nicht mag. Ich mag den sogar sehr gerne. Allerdings ist für dieses Let's Play quasi, ein bisschen was anderes angedacht. Aber wie gesagt, darauf gehe ich denn jetzt gleich ein. Wir starten ein neues Spiel. Und, beginnen wir hier den Spieldurchgang 6 im normalen Modus. Also der Hardcore-Modus ist, ich habe überlegt, den zu spielen, ja. Ein realistischer Modus für Spieler, die bereits mit den Grundlagen des Kampfsystems vertraut sind und wissen, wie man in der Welt von Kingdom Come Deliverance überleben kann. Ich würde jetzt schon sagen, dass es auf mich zutrifft. Allerdings möchte ich mich nicht reinstressen. Das Ziel dieses Let's Plays ist es jetzt nicht, eine heftige Challenge zu haben für mich, sondern das Ziel des Let's Plays ist, die Atmosphäre so gut es geht einzufangen und euch wiederzugeben. Das ist mein Ziel. Deshalb spielen wir weiter in den normalen Modus.
Gott segne. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, das Interessante ist, ich bin auch gerade erst aufgestanden, das heißt, ich fühle mich gerade wie Heinrich. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Nur, dass meine Knochen jetzt noch nicht so heftig geknackt haben wie bei ihm gerade. Aber gut. Ja, damit sind wir in-game. Charakter, mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Log legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du danach nicht ganz zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. Genau. Wir können jetzt hier natürlich ein bisschen auf Redekunst, Agilität, Vitalität und Stärke gehen. Und ja, ich weiß noch nicht so 100% genau, wie ich den Charakter im weiteren Spielverlauf gerne formen möchte. Aber es schadet nie im Nahkampf, ja, ordentlichen Bums drauf zu haben, wie man es ja auch in Gothic auch gerne mal sagt. Deshalb würde ich sagen, ich arbeitete in der Schmiede. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Redekunst? Matthias zeigt mir das Bogenschießen, was ich auch sehr geil finde. Also, ich muss sagen, ich hätte schon Bock, so ein bisschen auf Bogenschießen zu gehen. Ich war bei Bianca Vitalität, das ist, glaube ich, eine Anspielung aufs Liebesspiel. Und wenn schon, hier könnten wir nochmal auf Stärke gehen. Also, ich hätte schon Bock auf Bogenschießen, muss ich sagen. Also, so ein bisschen Bogenschießen wäre schon cool. Tja. Was machen wir denn da? Ja, komm, wir gehen auf Agilität noch hier nochmal. Nein! Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach, komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh, Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Okay, gehen wir zum Vater. Aber vorher können wir noch hier quatschen mit der Mutti. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum.
Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Okay. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay, alles klar. Kann ich was zu essen haben? Nein! So. Okay. Ja, was haben wir denn hier? Erstmal haben wir eine Bank. Hier haben wir etwas essen. Einen Apfel. Den nehme ich doch gerne mit. Wir sehen auch unten in der mittleren Leiste quasi das Schalensymbol mit Gabel und Messer. Das ist quasi das Hungersymbol, ja. Das sollten wir gleich zusehen, dass wir das ein bisschen auffüllen. Der gelbe Bereich unten im Balken ist quasi der Ausdauerbalken und der rote Bereich ist der Lebensenergiebalken. Der Balken links oben über dem gelben Balken und rechts von dem links von dem roten Balken ist quasi die Ausdauer des Pferdes später. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Wir gönnen uns hier mal noch, ja, genau, wir nehmen mal hier alles mit. Auch die Nägel für Theresa. Vielleicht können wir die noch zufällig gebrauchen. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß das schon? Ist denn hier? Kann ich das mitnehmen? Nein. Wir gucken uns hier erstmal natürlich um. Das ist unser Elternhaus quasi. Ja. Nehmen wir mal alles mit hier. Wir haben zwar das... Achso, da kann ich gleich nochmal zeigen. Wir haben hier im Inventar... Das ist unser Inventar, unsere Inventaranzeige. Also wir haben aktuell 0 Goldstücke dabei. Oder 0 Geld. Ja. Groschen. Und wir können aktuell bis zu 74... Punkte an Inventarpunkten mitnehmen. Was heißt das hier? Traglastkapazität, genau. Und das können wir eigentlich ausreizen, muss ich sagen. Bräuchte Dietriche. Das wäre sehr wichtig. Denn ich habe, das kann ich mal kurz erzählen, ich habe im letzten Jahr bis in dieses Jahr noch hinein, bis Mitte diesen Jahres, habe ich quasi Kingdom Come Deliverance privat gespielt. Und das nicht zu wenig. Also ich habe da wirklich sehr viel Zeit reingesteckt. So oft es ging. Und ich habe alle DLCs durchgespielt, die es auch dazu gibt. Die werde ich auch hier im Let's Play spielen. Ja, könnt ihr euch also je nachdem freuen oder jetzt die Augen rollen, je nachdem wie ihr es wollt. Und habe dabei wirklich, also ich habe, ich will jetzt nicht behaupten, dass es ein 100% Run war, aber es war sicherlich so ein 98% Run. Hab auch quasi die ganze Map erkundet, also das kann ich mal ganz kurz zeigen. Hier haben wir die Spielmap. Das ist quasi Scarlet's. Das ist der Teil der Weltmap, den wir kennen, ja. Und das ist die Weltmap. Und die ist ein bisschen groß, ja. Also wir sehen hier schon, hier gibt es noch viel zu erkunden und in meinem privaten Spieldurchlauf war das halt alles aufgedeckt. Also habe ich habe viel vor mit euch quasi, ja. Was ist das hier eigentlich? Also ich glaube nicht, dass das Vogelfutter ist. Ich denke, das wird irgendwie... Boah, was ist eure Idee? Was könnte das sein? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also ich kann es mir gerade nicht denken. Ja. Das ist sehr, sehr nett gemacht hier, muss ich sagen. Sehr idyllisch.
Hier haben wir quasi so einen kleinen Wehrgang, der quasi hier den Berg runter geht. Okay, ich bin offenbar zu groß. Ist schon hübsch gemacht hier. Also, wäre ich Heinrich gewesen im Mittelalter, hätte ich hier gerne gewohnt, muss ich sagen. Nettes Haus. So, jetzt gehen wir erstmal zum Vater und quatschen mal mit dem. Wir haben entdeckt, Schleifstein. Moin moin. Geht ab, Alter. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Okay. Jetzt geht's ab. In diesem Menü wird jetzt quasi die Symboliken erklärt, die man in Dialogfenstern hat. Ja, ich gehe da kurz drauf ein, wer gerne das sich durchlesen möchte, stoppt kurz und liest sich das gerne selber durch. Das erste Symbol oben heißt Reden. Das heißt, man kann einfach versuchen, mit der Person einen Dialog zu führen, um sie zu überzeugen. Das zweite Symbol, das Herz mit der Krone, ist quasi der soziale Status, mit dem man versucht, quasi durch Kleidung, Artefakte etc. und dem Ruf versucht, Personen von sich zu überzeugen. Das dritte Symbol ist die zwei kurzen Schwerter, ist quasi drohen, wenn man quasi Leute einschüchtern will. Und das Geld. Manchmal kann man halt auch einfach sich aus einer Situation rauskaufen durch Handel und Feilschen. Man kann besseren Handel durchführen, man kann aber auch, wenn man jetzt von Wachen angesprochen wird, kann man auch versuchen zu bestechen. Und das unterste Symbol bedeutet, dass es noch spezielle Fähigkeiten gibt, die man erlernen kann. Da kann ich dann später nochmal darauf eingehen. So, nächste Seite. Genau, hier wird nochmal das Handeln erklärt und unten nochmal, wie das dann im Dialogfenster ausschaut, quasi. Die Gesamtstufe von Redekunst, Charisma, Stärke etc. Genau, und der Ruf bei der Person. Ja, und ja, würde sagen, lest euch das gerne durch, wenn ihr wollt. So sieht es dann in Dialogfenstern aus. Wir sehen jetzt rechts unten, unsere Charisma-Stufe ist auf 7. Das heißt, es ist unsere beste Chance, jetzt hier dem Vater beizukommen. Und ich würde sagen, das probieren wir doch mal. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Das ist wichtig, dass wir das im Rückweg holen, weil sonst wird die Brühe warm und kein Mensch dieser Welt mag warmes Bier. Außer Engländer vielleicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, was ist mein... Achso, hier haben wir natürlich jetzt nochmal das Questlog. Können wir vielleicht nochmal kurz reingehen. Wir können ja auch selbstständig entscheiden, ob wir quasi eine Markierung auf der Map haben möchten. Das sieht dann so aus. Also wenn ich jetzt hier draufklicke und auf die Karte gehe, dann ist hier nichts mehr an Quest quasi Markern. Und wenn ich jetzt im Questlog das aber aktiviere, dann sind hier ganz viele nette Schilder und Pinöpel. Finde ich gut, dass man sich das individualisieren kann. Das finde ich wichtig für ein Rollenspiel, dass man sein eigenes Spielerlebnis sich selber anpassen kann. Ja, schöne Blumenwiese hier. Fällt mir. Ja, was ist mein Ziel mit diesem Let's Play? Ich möchte kein klassisches Let's Play machen, wie es mit Gothic der Fall ist, sondern ich möchte quasi euch versuchen, die Atmosphäre des Spiels so konzentriert wie möglich rüberzubringen, also in konzentrierter Form. Das bedeutet, keine Facecam, keine feste Folgenzeit. Ich versuche in einer Folge so viele, also eine Questreihe zu machen quasi, die zusammengehörig ist.
Da kann es dann mal passieren, dass eine Folge mal nur 30 Minuten geht, aber auch vielleicht mal über eine Stunde. Ja, ich will versuchen, so viele Dialoge wie möglich zu machen, die Map so weit wie möglich aufzudecken. Ja, und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Also ich hoffe es wirklich sehr, dass das ein paar Leute interessiert, weil im Normalfall mache ich so ein Let's Player für euch, ne? Also sonst, ich habe es wie gesagt selber schon gespielt, ich bin zufrieden, aber ich möchte es euch gerne rüberbringen und ich hoffe, euch gefällt es. Und wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das Gameplay noch oder die Videos noch verbessern kann, in irgendwelchen Aspekten, was euch interessiert, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann werden wir schauen, dass wir dann zusammen ein cooles Spielerlebnis hier finden. So. Hallo. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Sehr cool. Finde ich echt... Ja, cool, dass man halt so auch so einen sozialen Status halt auch merkt. Als Sohn des Schmieds ist man ja schon in gewisser Weise angesehen, sage ich jetzt mal. Der Schmied ist ein respektierter Mann. Nicht nur hier im Dorf, sondern auch allgemein im Alter. Ah, hier gibt's gar keine Treppe hier hoch, fällt mir gerade mal auf. Schade. Oder auf der anderen Seite vielleicht? Nee, schade, man kommt da nicht hoch. Leider. Na gut. Dann ist es so. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Dorf runter. Da ist die Mutti, die wirft gerade den Eimer in den Brunnen. Oh, der Brunnen ist jetzt nicht sehr tief. Okay. So, ich gehe jetzt erstmal zum Kunesch. Und werde mir mal einen... Warte mal, wo ist denn der? Okay. Ja, ich bräuchte einen Dietrich. Wahrscheinlich, um in sein Haus einzubrechen, oder? Ich speichere mal hier ganz kurz. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich spiele mit einer Mod, die den Retterschnaps ersetzt. Das heißt, ich kann einfach speichern, wie ich möchte. Und brauche den Retterschnaps nicht. Prinzipiell ist das eine coole Idee mit dem Retterschnaps. Das zwingt einen Spieler dazu, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Aber... Ja, ich... Weiß nicht. Ich hab's lieber so klassisch. Gerne. Gott sei mit dir, Kunesch. Was willst denn du? Wie nett er auch einfach ist. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Okay. Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Warum ist der Typ so? Also das würde ich gerne mal wissen. Warum ist er so? Schulden gehören beglichen. Zahle, du Saufbold. Ach nee, ich will nicht unbedingt mit Gewalt alles lösen. Wie du willst. Ich richte Vater aus, dass du nicht zahlst und du kannst ihm dasselbe sagen wie mir. Komm ja nicht wieder. So, hier steht auch, die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Zum Beispiel, indem du auf die Überzeugungskraft setzt oder andere einfach ausraubst. Falls du
die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Ja, ist korrekt. Na. Komm ich einfach so rein? Aber ich habe keine Dietriche, also ich brauch's mir eigentlich nicht. Brauche eigentlich nicht versuchen, jetzt was zu klauen. Okay, hier haben wir einen Köhler. Schönen Tag. Hallo Köhler, lass uns handeln. Braucht 10 Kohle, ne? Ich habe aber kein Geld. Ist nicht schlimm. Ich versuche trotzdem, das irgendwie zusammenzukratzen. Das könnte gehen. 5. Ach, naja, 5 kriegen wir schon irgendwie zusammen. Wir verkaufen einfach ein bisschen was hier. Rote Beete. Ich muss sagen, ich persönlich bin eh kein Freund von roter Beete. Zwiebeln. Ich bin ein sehr großer Fan von Zwiebeln sogar. Der Retterschnaps kann eigentlich weg, weil, wie gesagt, ich speichere eh so oder so. Oh, shit. Der bringt mir ja eine Menge Geld ein, sehe ich gerade. Warte mal, ich lasse den Retterschnaps mal da. Kann er sich eh nicht leisten. So viel Geld hat er ja gar nicht. Kohl. Ah, naja. Ich bin großer Käsefreund. Sehr geil. Karotten mag ich auch sehr gerne. Mach ich mir gerne in einen Topf. Aber hier kann das jetzt erstmal weg. So, da haben wir unsere ersten 10 Goldstücke zusammen. Und ja, wir können jetzt quasi unten feilschen. Mach ich doch direkt mal. Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Und ich bin so jemand, ich versuche wirklich das Maximale aus den Händlern rauszupressen durch das Falschsystem. Hier können wir jetzt quasi, ich zeige das einfach anhand des Beispiels. Hier haben wir jetzt rechts quasi die Feilschbar. Ja? Hier oben, wenn ich jetzt runtergehe mit dem Preis, dann würde er natürlich dankend annehmen, weil ich da natürlich weniger gebe, als es eigentlich ist. Der eigentliche Preis ist 10,5. Ja? Wenn ich jetzt aber runtergehe, dann gebe ich dem weniger. Kriege ich weniger. Aber er will natürlich auch weniger geben, also freue ich ihn dadurch. Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier runter Richtung Händler gehe und so viel wie möglich dann noch raushole und sage, hier, komm, gib mir nicht 10,5, sondern 15 oder sagen wir mal 14. Probier's mal mit 14, ich gehe immer so bis auf die Hälfte erstmal runter, um zu gucken, wie er reagiert. Weil du es bist. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Genau, jetzt kommt er mit dem Preis entgegen auf 12, ich gehe jetzt mal auf 13. Aber wir sehen jetzt auch schon unten der Kopf, oder das Feld des Kopfes hat sich jetzt schon etwas eingefärbt. Das bedeutet, er ist jetzt schon etwas ungeduldiger geworden. Komm, wir machen mal 12,5. Das wird er machen. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Ja, jetzt habe ich 12,5 bekommen. Kohle haben wir jetzt am Start, sehr gut. So, das heißt, Kunesh, haben wir jetzt erstmal nicht das Geld abgenommen. Versuche die Axtnägel und auf andere Weise zu bekommen. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal... Hey, Pip, willst du was lernen? Nö, denk nicht. Danke. Wie du willst. Heil dem Helden. Na, hast du deine Meinung geändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Alles klärchen. Okay, der geht jetzt zum Schafpferch. Ja, okay, komm. Gehen wir weiter, ja. So viel haben wir jetzt. Also wir müssen noch dann quasi zur Schenke das Bier holen. Parierstange, Kohle und Bier. Gut, und das Geld für Kunesh haben wir jetzt halt noch nicht. Aber gucken wir mal, ob wir es auf andere Weise lösen. Ja, ja gut, dann üben wir jetzt mal ein bisschen mit dem Schwert. Witzigerweise direkt beim Haus der Eltern. Also da ist nur ein Stück Mauer dazwischen. Wenn die Mutter das eigentlich wollte, könnte die einfach durch so ein Loch bei der Holzmauer durchgucken und sehen, dass ich da quasi mit dem Schwert rumfuchtel in diesem Vanier. Ich mag auch die Details auf der Rüstung hier, das ist einfach mega cool. Lauf doch nicht weg, ich will euch streicheln. Für die abhauen, ne? Ja, da ist jetzt Schluss, Freunde. Was macht er jetzt?
Verdammt, nein, komm zurück. Ich will da nur spielen. Alter, ich kann die durchs ganze Dorf treiben. Wie geil ist das denn? Bleib doch einfach stehen. Bleib einfach stehen. Rennen die echt durchs ganze Dorf. Ist ja Wahnsinn. Aha, hier haben wir noch so ein Feld. Das ist mir noch nie so richtig aufgefallen, muss ich ehrlich sein. Hier so ein Karren. Der Hans. Hallo Hans? Dich kenne ich ja gar nicht. Und du? Gott schütze dich, Heinrich. Okay, das ist einfach nur Dorfbewohner. Willkommen, Heinrich. Was die hier wohl anbauen, ist die, frage ich mich. Coole Sache. Coole Sache. Jetzt bin ich komplett vom Schafpferch weggekommen. Jetzt muss ich erstmal da wieder hinlaufen. Jetzt wollte ich jetzt erstmal kurz einen Blick hin, mal riskieren. Ja. Wir wollen erstmal wieder hin. Genau. Ja, zum Thema Schwertkampf. Also kann ich auch noch ein paar Taktiken kurz zu sagen. Wir werden jetzt hier natürlich im Laufe des Spiels den Schwertkampf erlernen. Ja, ist klar. Aber es gibt eine Fähigkeit, die ich unbedingt brauche. Und das ist so eine der Sachen, die ich relativ zu Beginn machen möchte, beziehungsweise muss, wenn ich das Spiel lernen möchte oder wenn ich spielen möchte. Ich muss eine Fähigkeit im Schwertkampf erlernen, sonst werde ich hier nicht glücklich. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Komme ich später nochmal dazu. Kannst losgehen? Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Ja, rechts oben steht immer quasi die Instruktion. Mit A und D können wir den Gegner umkreisen. Wir können die Fixierung lösen mit Shift. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Ja, dann werden wir jetzt quasi mal aus jeder Richtung. Jetzt kapierst du's. Gut. Mal zuschlagen. Nochmal. Jetzt kapierst du's. Nicht schlecht. Und das funktioniert quasi mit der Mausrichtung. Also man kann quasi die Maus zum Stechen. Versuch es mal. Genau. Man kann quasi aus der Mausrichtung zuschlagen und verteidigen. Gut. Nochmal. Mit Rechtsklick kann man zustechen. Jetzt kapierst du's. Nicht schlecht. Nochmal. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Ah, okay. Jetzt werden quasi Kombos gezeigt. Also, was ich sehr gerne mag, ist dieser gut. Stechangriff. Den mag ich sehr gerne. Gut. Nochmal. Erstmal kurz. Du hast das erste Mal mit einer Kombo angegriffen. Jawohl. Boah, schönes Gesicht, Junge. Mhm. Genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht. Arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Ja, sehr, sehr nett, dieser Kampfmeister Vaniek. Ich glaube, bei dem würde ich auch ganz gerne ins Training gehen, wenn ich jetzt Schwertkampftraining machen würde. Dann wäre ich, glaube ich, bei dem dabei. Okay. So. Gehen wir jetzt mal in die Schenke. Liebe Enke. Gott sei mit dir, Heinrich. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken.
Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Dieses Peace Out von Matthäus gerade, das war super. Also, ich mag Fritz, der ist so schön dämlich. Aber, also ich habe eigentlich ja keine Wahl, ich muss es machen, weil ich glaube, wenn ich das mitmache, dann kriege ich ein paar Dietriche später, die ich noch brauchen kann. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Ach, Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's! Aber ich fänd's auch mal witzig eigentlich, was passieren würde, wenn man sagen würde, nein. Aber das ist mein erstes Spiel, also mein erster Spieldurchlauf im Let's Play. Deshalb müssen wir es einfach machen. Geht nicht anders. Vielleicht kann mir einer von euch erklären, was das Kalken eines Hauses bringt. Sorgt das nochmal für Verdichtungen im Stein oder... Wozu hat man Häuser gekalkt? Oder sollen die nur hübsch aussehen? Wer weiß. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Alles klar. Entschuldigung, ich meinte nicht Matthäus, ich meinte Matthias gerade. Mit dieser Armbewegung, wo ich gerade sagte, Peace out. So. Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun... Dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Vor allem schon wieder eine Schlägerei gerät. Scheint wohl nicht das erste Mal gewesen zu sein. Okay. Erstmal Ruf verschlechtern. Worauf wartest du, Soldat? Feuer den Tribock ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß!
Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Okay, jetzt weiß ich wieder, wer Hans ist. Hab den vorhin gerade auf dem Feld gesehen. Genau, ja, hier geht's jetzt ein bisschen ums Kampfsystem. Auch hier wieder, macht Pause, wenn ihr es euch durchlesen wollt. Aber das hier wird der Balken nochmal erklärt. Nochmal so ein bisschen, ja, wie man hier schlagen, treten kann und so weiter. Das machen wir jetzt einfach mal. Hau dich doch! Gut, zurücktreten ist irgendwie nicht drin, muss ich sagen. Ah, jetzt habe ich auch mal getreten. Okay, erstmal kurz Ausdauer wiederholen. Fritz kümmert sich um den dort. Wird einfach blutig getreten. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg. Geh mit deinen Freunden vor dem Büttel. Hör auf, ihr Schisser! Wir machen lieber auch die Fliege. Ah, die machen lieber auch die Fliege, haben sie gesagt. Alles klar, ja gut, dann hauen wir jetzt mal ab. Hallo, Heinrich. So. Hallo. Hui, weg hier. Ey, nicht stehen bleiben. Komm, ich renne jetzt einfach mal vor. Guten Tag. Eine Kuh. Wie süß die aussieht. Da fällt mir gerade ein, ich muss mir da noch Mittagessen kochen. Naja. Aber vielleicht die Verletzung erstmal heilen. Triff dich mit den Jungs bei Kunesh. Okay, das werden wir machen. Aber noch nicht jetzt. Später dann vielleicht gleich. Ich will stattdessen erstmal nochmal versuchen, vom Kunesh das Zeug irgendwie zu organisieren. Mal sehen. Bist du ein Händler? Ja, du bist eine Ladenwache. Aber Ladenwache bedeutet, hier ist ein Laden. Wer jetzt gedacht? Oh, Händlerin. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich schütze dich. Ah, die hat eine braune Jacke. Steppjacke, cool. Nur mal rein aus Interesse, könnte ich mir die schon leisten? Ah, ich hab hier... Nee, warte mal. Muss ja verkaufen, ich Idiot. Wenn ich den ganzen Retterschnaps verticke? Nee, leider nicht. Ringelblumenaufguss. Ja, warte mal, das könnte ich vielleicht sogar... Ich hab 49 Äpfel. Nee... Kann ich mir leider nicht leisten. Aber ich will eigentlich auch Dietriche kaufen. Wer bist du denn, Dorfbewohner? Ich will mir eigentlich ganz gerne irgendwie Dietriche kaufen. Vielleicht gibt's hier irgendwo einen Händler, der Dietriche vertickt. Hätte ich ganz gerne. So, hallo. Schönen Tag. Guten Tag. Ich bin völlig zugerichtet. Flämischer Stoff, Damast. Nein, doch, Wollstoff. Nee, nützt mir alles nichts. Ich brauche einen Händler, der mit Dietrichen verkauft. Eingabeln, Äxte, alles um Mutter Natur zu bezwingen. Okay. Wie geht's? Hast du vielleicht Dietriche? Nee, aber zumindest Fackeln? Nee. Tja. Was mit dir hast du Dietriche? Du könntest Dietriche Glück haben vielleicht. Glück und Gesundheit.
Du siehst mir aus wie ein Händler, der sowas haben könnte. Cooles Schwert. Nee. Schwerter komme ich jetzt erstmal nicht. Tja, belastend. Wie komme ich jetzt beim Kunisch da erstmal rein? Ohne Dietriche wird das, glaube ich, nichts. Aber gut, gehen wir erstmal zur Mutti, unsere Verletzung heilen. Weil es gibt ja auch im Haus eine Truhe, an die ich ganz gerne ran möchte. Da sind nämlich Würfel drin. Aus der Beta-Phase. Und ich habe ja damals die Beta spielen dürfen. Und deshalb, ich möchte diese Beta-Würfel haben unbedingt für dieses Let's Play. Mutter! Mutter! Ich blute! Es hört nicht auf. Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte. So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Okay, das war jetzt irgendwie... das war jetzt irgendwie komisch. Ja, es geht im Konkreten um diese Kiste. Aber ohne Dietriche komme ich da nicht rein. Also muss ich erstmal irgendwie an Dietriche kommen. Na gut. Könntest du mal kurz waschen. Und... ja. Vater, wir haben noch nicht alles, aber... hoffentlich bald. Okay. Gut. Dann... würde ich sagen... da ist er, der Bishek. Den wir auch gerade mit verdroschen haben. Sau, Alter. Ich mach dich fertig. Okay. Gut, gut. Ja. Dann würde ich sagen... wo sind denn die Jungs? Hinter Kunesh. Ah, alles klar. Dann würde ich sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Das war's mit der ersten Folge. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Folgt gerne auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.